Ja, Ladies and Gentlemen. Läuft mal? Ja, doch, da. Oh Gott, what the fuck? Ich habe gerade auf den Live-Button gesehen, weil wir in letzter Zeit so viel gestreamt haben und der hat, da hat sich die Zahl nicht erhöht. Aber ich muss ja auf Recording gucken. Oh, Jung, gleich retarded. Weißt du, ich finde, das ist halt so. Nachricht, Kumpelkanal ist live. Ja. Ja, Mensch, guck mal. Aber one take only hier, ne? Ja, willkommen hier zu einem kleinen neuen, vielleicht auch größeren neuen Projekt. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Bock drauf. Ich guck mal, oder gucken wir mal, was das Spiel alles so zu bieten hat. Wir begrüßen euch hier zu Football Tactics and Glory. Ein kleines Indie, ja, Fußball-Manager-Spiel. Mit dabei ist heute auch der Copa. Hi Leute, hier dabei beim ersten Part. Was für eine Ehre. Dankeschön, dass du mir diese Möglichkeit gegeben. Kein Problem. Ja, in diesem Projekt werden wir öfter mit, oder eigentlich nur mit mindestens zwei Personen hier im Discord chillen. Und ein bisschen quatschen, denn dieses Projekt wurde von mir ins Leben gerufen mit der Idee, also ich bin der Jung, ne? Ich bin natürlich auch dabei, hallo. Ja, genau, mit uns dabei, der Hamburger Jung. Genau, Grüße. ja, meine Intention war es, da ja jetzt die neue Saison, Vereinsfußballsaison wieder anfängt, für Copa und mich ja dieses Jahr in der zweiten Liga, und auch für jemanden wie Sub, der geht auch... Ja, war das früher los, ne? Ja, eine Woche früher, oder zwei Wochen früher, eine Woche früher, zwei Wochen früher. Am 13. ist, glaube ich, DFB-Pokal. Am 3. August spielen wir schon, so das erste Spiel. Am 13. ist DFB-Pokal und danach die Woche ist schon Bundesliga auch. Weitaus ist jetzt übertrieben, aber ja, ich habe es ist schon einigermaßen früher halt. Früher, als wir es gewohnt sind. Ein bisschen früher, genau. Ja. Genau, definitiv. und genau, ich möchte in diesem Projekt ein bisschen das Spiel im Hintergrund spielen und dann mit meinen Kollegen hier im Discord, also Copa, Sub, vielleicht auch Bernie, der dann mal dazu kommt. Österreich ist ja jetzt die Liga auch wieder begonnen. Beziehungsweise, glaube ich, nächste Woche, dieses Wochenende, was jetzt kommt, glaube ich. Keine Ahnung, du. Also, Ösi-Liga ist jetzt nicht so mein mit dir. Nee, aber ich glaube, die hatten jetzt Pokal. Ist ja auch egal, gar nicht so lange um heißen Brei reden. Es werden immer wieder Leute reinkommen und wir wollen im Hintergrund, oder ich will im Hintergrund, und sorry für die Hintergrundgeräusche, aber ich muss das Fenster heute echt aufhaben. Wir haben 32 Grad und ich würde sterben, wenn ich das Fenster nicht aufhab. Nice. Ja. genau. Gut so. Genau. Im Hintergrund spielen wir das Spiel, so ein bisschen rundenbasiert, strategiemäßig, ihr werdet sehen, ich habe da jetzt auch noch nicht groß gespielt, ich habe das Tutorial mal gespielt, was wir gleich überspringen werden. Ziel ist es, einen neuen Verein zu erstellen, mal gucken, wie wir den Verein gleich nennen, mit Wappen, Trikots und so weiter und uns von der vierten Liga dann natürlich hoffentlich hochzukämpfen in die Bundesliga. Das wäre gut. Ne? Das Spiel heißt ja nicht umsonst Football Tactics and Glory, ne? Über den Fußball, der Taktik. Zum glorreichen Reichtum. Wie won the glory? Wie won the glory, genau. Road to glory. Hole? Nein. Na, was? Was? Nee, falsches Spiel. Falsches Spiel. Genau. Ja, wir wollen dann hier ein bisschen chillen. Auch über die, wie gesagt, über die, oder hauptsächlich über die Real-Life-Fußball-Ereignisse reden. Da dann der Sub. Cooper und ich mit unseren, wir mit unserem Verein ja in der gleichen Liga dann spielen nächstes Jahr. So ein bisschen darüber reden, was so abgeht. Natürlich auch über die Bundesliga reden, Champions League, Pokal und so weiter. Ist auf jeden Fall das Ziel. Ne? Genau. Also im Hintergrund wird das Spiel dann immer ein bisschen laufen. Ihr werdet sehen, ist rundenbasiert. Strategie. Cooper kennt das Spiel, glaube ich, auch noch gar nicht. Ja, kaum nichts. Also eigentlich nur, was ich dir gerade erzählt habe, ne? Genau, ja. Genau. Und ich würde sagen, bevor wir lange schnacken, fangen wir doch mal an, auf Einzelspieler zu gehen. Über was wir schnacken, können wir dann ja gucken. Wow, auf einmal ist es mega laut. Ist bei dir auch auf einmal so laut? Nee, ich höre leider gar nichts mehr in der Übertragung aus irgendeinem Grund. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ach, du hörst aber gar nichts mehr. Ja, deswegen. Ich habe vorher was gehört, aber irgendwie jetzt höre ich gar nichts mehr. Also in der Übertragung. Gucken wir mal nach dem Part. Vielleicht schaue ich dann die Übertragung neu. Genau. Übertragung neu starten wird wahrscheinlich helfen. Genau. Hier seht ihr schon, das ist so das Layout. Hier seht ihr die Vierecke. Das sind die Vierecke, in denen das Fußballfeld eingeteilt ist. Man spielt 11 gegen 11. Also Arsenal-Nachmache gegen, waren die West Hampton, glaube ich. Genau. West Ham United. Genau, oder West Ham, ja. Genau.
Und ja, also als Vorgeschichte, man ist hier halt ein vielversprechender Stürmer. Ich glaube, der unten ist man hier. Okay. In diesem Spiel wird man in der Mitte 80. Minute oder so schwer verletzt. Die Karriere ist beendet und 15 Jahre später widmet man sich dann den Trainertum. Und ich verlasse jetzt das Spiel einfach mal. Wie gesagt, wir könnten das Spiel jetzt hier spielen, aber sehe ich jetzt nicht so als wichtig an, weil man total overpowered gegenüber der anderen Mannschaft ist. Ja, war schon Tutorials unnötig. Genau, wir brauchen Tutorials. Ich glaube, wir kommen da selber noch in das Spiel rein. Und wir verlassen das Spiel jetzt. Und jetzt geht's weiter. 15 Jahre später. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir Okay, haben ich will eine E-Mail. vorlesen. Möchtest du vorlesen? Okay. Ja, ich will vorlesen. Okay. Guck mal, ich möchte jetzt mal eins sagen. Das ist kein Shoot oder so. Ich finde, der nette Herr sieht ein bisschen aus wie dein Dad. Also muss auch kein Schutz sein. Er muss nur ein bisschen brauner sein, also Ja, ein bisschen ich dunkler, brauche ein ne? bisschen mehr Ton. Und an den Seiten noch ein bisschen mehr Haare, glaube ich. Ja, mein Vater hat noch hat weitaus mehr Haare als der gute Herr hier, aber oh, okay, Was gut, passiert? ciao. Was passiert? Nichts ist passiert, Ladies and Gentlemen. Also ihr habt nichts gesehen? Junge, irgendwann verkackt, aber Ich habe auf rechte Maus gedrückt und das war anscheinend zurück. geil, nice. So, ja, ein bisschen, also manchmal, aber er hat auch noch Lustig wäre, wenn schon. es jetzt ein anderes Bild wäre. Das wär auch geil gewesen. Ja. Aber ja, hier ist es der. Okay, ist das jetzt amerikanische? Nee, der 5.2.2017 von Unbekannt. Betreff: Wir suchen einen Fußballtrainer. Sie waren einst ein großartiger Fußballer. Nach einer Verletzung hat man sie vergessen. Aber vielleicht kommt das unseren Plänen gelegen. Ich habe eine Mannschaft, die in der Amateurliga antritt und ich möchte höher hinaus. Deswegen brauche ich einen Trainer wie Sie, jemand, der Profifußball in- und auswendig kennt, aber bereit ist, mit Amateurspielern zu arbeiten. Um Sie an Bord zu holen, bin ich bereit, einen neuen Verein zu gründen. Was sagen Sie dazu? Ja, was sagen wir denn dazu? Nehmen wir eine existierende Mannschaft oder gründen wir einen neuen Verein? Ja, was wollen wir machen, Junge? Was wollen wir machen? Ja, was Also, machen wir wohl, ne? Wir nehmen natürlich den ja, ne? HSV. Nein, Spaß. Wir nehmen natürlich, ne, ich meine, wir nehmen natürlich hier, keine Ahnung, FC Barcelona und hauen alle mit Messi weg. Okay, und FC Barcelona am Start, Ladies and Gentlemen. Ja, In der easy. deutschen Amateurliga natürlich. Weißt du, das sind die bei Siege immer extra Kopper absteigen, damit die alle wegbashen können. Weißt du, stell dir vor, passt du das Spiel so in Oberliga Nord oder so und putzt alle 20 zu 0 weg. 20-0, 200-0. Ja. Das wäre auch ziemlich Obwohl unterhaltsam, aber okay, 200-0 ja. wäre ein bisschen hart. Ja. Aber so Tatsächlich. 40, 50-0 würde ich, glaube ich, schon tippen. Ich meine, nee, sagen wir einfach 90-0 pro Minute ein Tor. Ja, das wird, glaube ich, echt schwer. Aber möglich. Nichts ist unmöglich, sag. Aber Toyota. Genau. Aber während wir im Hintergrund hier diese schöne Musik hören, diese Lady mit der wunderschönen Stimme und diesem Song. Irgendwas mit Glory. Okay, Und gut. Ja. 17. Ah, Okay, cool. gut. Na, illegal, Jung, illegal. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier. Das wäre natürlich echt bitter. Sonst müsste ich die Musik komplett ausmachen. Copyright? Ja, ob es Copyright ist, das weiß ich nicht. Aber da es ein Indie-Game ist, könnte ich mir vorstellen, dass es nicht Copyright ist. Vielleicht kennt man den Song auch mega und er ist bekannt und ich kenne ihn nur nicht. Vielleicht bin ich ein Noob. Ich weiß es nicht. Aber natürlich, Kuba, haben wir uns natürlich überlegt, einen neuen Verein zu gründen, um dann in der Okay. Amateurliga aufzusteigen mit unserem eigenen Verein, oder? Ja, ich meine, das hört sich auch, da hatten wir auch vorher drüber gesprochen und das hört sich auch weitaus aufregender an, weil ich meine, ja, man kann jetzt irgendeinen Verein in der ersten Liga nehmen, dann ist man halt schon mitten in der Action, aber es hört sich doch viel cooler an, wenn du sagst, so, jo, wir gründen uns einen eigenen Verein und Jahr für Jahr powern wir uns hoch, bis wir irgendwann dann mal bei den Großen sind nach vielen Jahren. Das ist eine gute Challenge, Genau, die neue wir Stars uns. kreieren. Schauen, Genau. was geht. Oder? Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, Kuppa, ich drücke auf Neugründung, oder? Yo, let's go. Okay. Ich drücke auf Neugründung. Ha, verarscht! Nein, Ah. Spaß. Ich bin schon sehr lustig heute, Ach. oder? Nee, eigentlich nicht, aber ja, natürlich. Also. Oh, jetzt bin ich voll traurig. Du Eigentlich bist könnte man hier ein auch. Ko Ich bin am Überlegen, eigentlich könnte man auch eine Facecam integrieren, aber naja, mal gucken. Drauf Vielleicht in an, ne? späteren Parts. Also, nee, also, Mario, ich kann nicht sagen, du bist ein Comedy-Gott.
Hast du mich gerade Mario genannt? So total untypisch. Ich wollte dich gerade. Ich habe auf die Reaktion gewartet. Aber danke, Parser. Oh Gott. Oh. Weißt du, die Koba und ich sind tatsächlich in der Konfi. Eigentlich reden wir relativ häufig uns mit unseren Real-Life-Namen an, so untereinander. Aber Koba und ich sind so diejenigen, mit Sub, glaube ich, noch, die sich so untereinander eigentlich gar nicht so privat wirklich anreden mit dem Privatnamen. Weil das einfach viel zu. Ich meine, Mario geht ja noch. Ja, Mario ist Mario, aber weißt du, dann stell dir vor, irgendjemand würde mich jetzt Parser nennen, Alter. Schande, sagst du? Was? Hey, mach meinen Namen. Nee, ja, ich auch. Aber ich bin halt einfach ein Typ. Ich meine, das ist ja so. Wenn du Leute halt über einen bestimmten Avatar-Namen kennenlernst, dann ist es ziemlich hart, dich da irgendwie umzugewöhnen. Deswegen, ich streng mich gar nicht erst an. Ich nenne Björn nicht Björn, ich nenne ihn Mihawk. Ich nenne Zapp nicht Philipp, sondern ich nenne ihn Zapp. Und ja, so, Daniel hat halt seinen eigenen Namen gewählt. Deswegen ist auch kein Problem, mit seinem echten Namen mal zu sprechen. Genau. Nein, du Bernie, musst ihn jetzt mit Daniel K196 einreden. Und Rapid Bernie 91. Ja, tatsächlich bei Björn ist es so, wenn ich irgendwie Stress habe, dann sage ich immer Mihawk, aber sonst sage ich Björn. Ich weiß nicht, warum, wenn ich unter Stress stehe, sage ich immer Mihawk. Ich weiß gar nicht, warum. So bei TNT zum Beispiel. Das merke ich auch. Ihr alle nennt ihn Björn und so. Weil Sub sagt das auch und Dani auch inzwischen und so. Ich bin der Einzige, der gefühlt noch Mihawk sagt, aber bin noch drin gewohnt. Ja. Aber deswegen, die Sache ist auch, ich kenne jetzt keinen von euch, der mich mit meinem Namen anspricht. Alle nennen mich Koba. Es gibt keinen. Ich meine, manche nennen dich jetzt Mario, es gibt auch keinen, der ihn Philipp nennt. Also jeder, also Sub ist auch hier, jeder nennt ihn Sub, oder? Ich glaube, keiner nennt ihn Philipp, wirklich. Nee. Wir müssten mal irgendwie eine Fun-TTT-Runde spielen, wo wir nicht die Spitznamen sagen dürfen, sondern nur die Real-Life. Oh, Alter, ja. Das wird bei manchen echt komisch. So noch mega umstellen, wenn man dann so den Spitznamen sieht, so Koba, Parser, Sub, Philipp. Ja, deswegen. Aber ich glaube halt, das Homo-Paar sind wirklich wir im Homo-Paar sind die einzigen, wo keiner uns mit unserem richtigen Namen anspricht. Die Hamburger Subs halt. Ja. Deswegen, ja. Genau, und ich würde sagen, genug Konfi-Talk. Wir haben jetzt viel zu viel Scheiße. Echt so, wir sind schon bei 12 Minuten Aufnahme. Gründen wir doch mal unseren Verein, oder? Ja, ich glaube, das wäre gut. Wenn wir hier schon so einen netten Investor haben. Ja, ich glaube, wir reden so, schon so viel, der stirbt schon gleich an Altersschwäche. Ja, es ist gleich so E-Mail, so seine Augen gleich so ein XX, sein Körper fadet so langsam out, nur noch so, schwarz. Ja, guck mal, so weißt du, die E-Mail ist 2017 und unsere Antwort-E-Mail kommt irgendwie 2050 oder so, wie reden wir hier? Das wäre lustig. Ja, dann drücke ich mal auf Neugründung. Und schon sind wir im Menü. Also wir könnten theoretisch überall hingehen. Ist das Borussia Linie Gladbach? Zum Beispiel. Aber natürlich gründen wir unseren Verein in Deutschland, oder? Deutschland, meine, genau. In Deutschland. Jetzt kommt schon mal die wichtige Frage. Ich habe keine Modifikation abonniert. Kann ich Modifikation abonnieren? Muss ich gleich mal gucken. Was ist denn der Sandbox-Modus? Wählen so, Sie einfach Mods, ein? Okay. Ja, hier Dings, da steht ja, ne? Abonniere Mods, um Ligen zu spielen, die von anderen Spielern erstellt wurden. Das heißt irgendwie die Liga von Narnia oder so. Oder die Liga von. Ach so. Von Westeros oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, gut. Deswegen, aber ich glaube, da wollen wir jetzt nicht rein springen. Die wichtigste Frage: Wie heißt denn unser Verein? Also, natürlich, irgendwas mit Konfi ist, glaube ich, logisch, ne? Genau, ja. Aber Namen sind echt wichtig, weil Namen müssen prägnant sein, Namen müssen locker von der Zunge gehen und nicht irgendwie jetzt komisch sein oder so, weil Namen gehen in die Geschichte ein. Deswegen, genau. Weil wenn wir dann irgendwann Meister werden oder so, wollen wir jetzt nicht, dass du irgendwie Lutscherverein 98 dann eingetragen wird. Koba ist schon ganz oben, Koba ist schon bei der Glory, Ladies and Gentlemen. Ich meine Regionalmeister, das ist jetzt nicht die erste Liga. Also, was ist für Fußball typisch, wäre zum Beispiel sowas hier wie Konfi SV, ne? Ja, Konfi Sportverein. Erster FC Konfi. Oder hier SC Konfi, Sportclub Konfi. Ja, Borussia Konfi oder Spielvereinigung Konfi. Ja. Erstmal ein Ketzer. Also, da gibt es die besten Abkürzungen. Also wir können auch den ersten FC Konfi SV nehmen. Konsi? Oh. Ja, natürlich den Konfi, der erste SC Konfi SV. Ah,
Was nehmen wir denn für einen Vereinsnamen? Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt noch gar nichts überlegt, ne? Ja, ich. Ja, genau. Ich habe mir auch gar nicht dieser Frage mit gewidmet. Ich habe mich die Konditionen erwartet oder so. Obwohl es eigentlich offensichtlich ist, dass wir einen Clubnamen brauchen. Confiverse? Hört sich scheiße an. Nee, nee. Das klingt wie so ein amerikanischer Verein, ey. SFC Confi SV. So, GmbH. Der erste. Nee, geht nicht. Der erste Fußballclub Confi Sportverein. Fußballclub Confi Sportverein GmbH. Wollen wir hier an unsere Wurzeln appellieren? Ja, na, also, das hätte ich jetzt vorgeschlagen. Also, wenn uns nichts einfällt. Der KSV? Ja, der KSV. Ich meine, wieso nicht? Ich meine, wir sind Hamburger, wir haben den HSV, nur der KSV. Nur der KSV. Ja. Göttlich. Also, oh, holy shit. Das ist mehr, als ich gedacht hätte. Oh, man könnte sogar einen Bedler an? Ach so. Ah, okay. Lol. What the fuck? Sonst ist es nur ein Penis oder sonst was. Also, Hintergrund. Was nehmen wir denn für einen Hintergrund für unser Wappen? Kuba, was nehmen wir denn für einen Hintergrund? Nee. Wir müssen jetzt nicht eins zu eins alles vom HSV kopieren. Nein, auf gar keinen Fall. Wir müssen irgendwas Uniques nehmen, was zu uns passt. Was ist das hier? Das Mom-Herzchen-Tattoo. Das ist so dieses klassische Mom-Herzchen-Tattoo-Layout. Ja, genau. I love Mom. Nee, das eine sieht aus wie Bilbao. Da ist die Raute. Welches sieht aus wie Bilbao? Das da jetzt hier. Atletico Bilbao. Ah, das ja, stimmt, das hier. So. Ja. Das sieht voll aus wie Bilbao. Und das sieht aus wie Espanyol Barcelona hier. Mhm. Und das andere sieht aus wie Getafe, heißt die doch, oder die Grünen? Getafe, ja. Ja. Das ist mit dem Dreieck-Shit. Genau. Puh, was können wir denn für ein Wappen nehmen? Ja, also. Was trifft denn auf die Konfi am besten? Wir gehen mal durch. Gucken wir mal hier auf Seite 1. Haben wir hier ein Wappen, was uns gefällt? Das ist immer so eine klassische Form, finde ich, ja, ne? Mhm, ja, klar. Das ist eigentlich, ne? Das ist so eine klassische Form, die ist so. Kann man jetzt traditionistisch sagen? Keine Ahnung. Traditionell, ja. Gucken wir mal weiter. Oder hast du auf der Seite noch eins, was du gerne sehen möchtest? Nee, nee. Hier, ich find's auch geil, das eine ist einfach 1:1 das Logo der Schweden, wirklich. Schaut euch Google ja. Schwedische Nationalmannschaft. Das ist einfach 1:1 das Logo der schwedischen Nationalmannschaft. That's right here, ne? Ja. Ja. Das finde ich jetzt irgendwie. Guck mal, das erinnert mich irgendwie an die Burg. An Hamburg. An Hamburgs Wappen. Ach so, ja, schon. Ja, so ein bisschen, ja, schon. Nee, also, ich glaube, jetzt sitzen wir wirklich. Nigeria hier? Könnte Nigeria sein. Ja, wir sitzen, glaube ich, ewig, ne? Wir brauchen irgendeinen Hintergrund. Ja, wir müssen uns jetzt irgendwie, weißt du was, wir müssen jetzt irgendwie, ich werfe jetzt irgendwie so ein W20 oder so und dann die Zahl. Ja, ich will aber ein cooles Wappen haben, nicht, dass wir so ein Crap machen. Ja, nee, weißt du was, falls es scheiße ist, dann würfen wir nochmal, weißt du was? Ach so. Wie viel haben wir denn? 6 mal 10, 16, 50, 58. 58. Weißt du, ich hab sogar, ne? Ich hab so ein Würfelset gekauft, wegen Pen and Paper. Du könntest jetzt auch einfach ins Internet gehen, random.org. Ich will aber meine Würfel einsetzen. Und dann Zahl 1 bis 58. So, hier, W100. Ich will jetzt ein W100. Okay. So, 8. 8. Logo. Die 8. 5, 3, 8 wäre das. Oh. Finde ich jetzt irgendwie nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Flash mich jetzt nicht. Dann mache ich jetzt nochmal so. Das ist die 2. Die 2? Das wäre ein Klassiker. Das ist das auch so ein typischer Klassiker. Das wäre nur ein klassisches Logo. Ich nehme nochmal ganz kurz, würfel du mal weiter. Ich fände sowas hier irgendwie, sowas ist mega unique. So Pfeile so nebenbei oder hier sowas. Das sieht aus wie ein Kerzenleuchter. Aber, weißt du, weil bei Pfeilen so, dann denke ich eher an eine Armee anstatt an einen Fußballverein. Weißt du, ja, aber das wäre das Unique daran, weißt du? Aber ich verstehe, was du meinst. Ich habe jetzt, wie viele haben wir? Wie viel ist das Maximum? 58 haben wir. Ich habe 55 gewürfelt. 55? Ja, 55. 54, never ever. Nicht Borussia Mönchengladbach. Nee. Das finde ich irgendwie am coolsten bisher, wenn ich ehrlich bin hier mit den Kerzen, Leute. Irgendwie mag ich das Wappen.
48 habe ich jetzt. Oder die Burg. 48. 40 und 40 und 8 wäre. Ja, genau! Nicht so genau. Viel, ey. Okay, Kuppa. Ich hab jetzt, du machst jetzt hier random.org an. Okay. Und dann nimmst du 1 oder 2. Ne, Zahl 1 und 2. Ja. Minimal, maximal 2, ja. Minimal 1, maximal 2. Okay. Das Wappen hier ist die 1. Das finde ich irgendwie cool vom Design her. Okay, das ist die 1. Und das andere wird so. Und das ist die 2. Okay, generate 2. Ja, also haben wir das hier. Ja, das, nice. Das haben wir jetzt. So, dann wir mal endlich hier weiter. Wir machen endlich weiter. Was nehmen wir denn als Bild? Was ist denn für die Konfi typisch? Ich meine. Oh mein Gott. Man könnte wirklich. Oh Gott. Ja. Oh lol. Oh lol. Oh, ein Car. Das gefällt Car mir irgendwie geil. Mega ja, gut. Ja, ist geil. Ja, Car ist gut. Car ist gut. Oder? Und, ja. Ein Bild finde ich irgendwie kacke. Mir gefallen die Bilder nicht. Igel wäre cool. Ja, Igel wäre nur so, Tiere sind halt immer cool. Aber ich bin voll für das Car. Ich bin voll für das Anker wäre natürlich für Hamburg ganz cool. Ja. Das wäre Militär. Ich meine, sagen wir mal Car, weil dann... Das Car sieht cool aus. Ja. Deswegen, dann machen wir dann... So, was ist so das? Oh, das Weiß sieht richtig geil aus auf dem Kontrast. Das Weiß? Ja, wir gehen mal alles durch. Ah, mit Umrandung, wie geil ist das denn? Ah, das. Ah, Moment, aber wir können. Ah! Ah. Okay, das ist komisch. Okay, wir machen erstmal das Wappen, okay? Ich mach mal hier eben schwarz. Wappen. Und weil. Nee, weiß, so. Hm. Ja, wir machen das erstmal so. Warte. Okay. So. Und dann machen wir jetzt erstmal das Wappen. Wie soll denn das Wappen aus? Wie soll denn der Hintergrund? Ich hätte gesagt, weil halt grün unser Hauptding ist in der Konfi. Bei der Konfi, das stimmt schon, aber nämlich, weißt du, wieso das grün ist? Oder grau, weil Bernie. Genau, weil Bernie unsere Designs gemacht hat und vielleicht grau auch hauptsächlich? Ein Bernie Hardcore-Fan ist. Hä? Vielleicht grau hauptsächlich der Hintergrund und das grün oder andersrum? Na, ich glaube, ich finde das Grau ist ja so eine edlere Farbe und so. Dann könnten wir so ein bisschen so, wir sind so auch so edel. Als dann Hintergrund? Haben wir so eine kleine, ja, wir haben so eine kleine, mehr Grau, mehr edel, so mit so einer grünen Umrandung. So. Also so wie es jetzt ist, ne? Ja, das finde ich schon gut. Ja. Und ich meine, das K können wir dann auch mal schauen, weil, ob wir das jetzt. Das sieht ganz cool aus. Ja, das sieht echt nice aus. Machen wir mal die Umrandung Grau und so und innen grün. Ja, dann okay, sieht man halt nichts mehr von der Umrandung. Das sieht scheiße aus. Ja, dann mal. Ja, das sieht gut aus mit dem Schwarz. Das Schwarz sieht cool aus, ja. Gucken wir mal ein bisschen die Farben durch. Vielleicht gibt es da ja noch was irgendwie mega cool aussieht. Ja. Das ist ja einfach nur fett. Das wäre natürlich noch jetzt für Aue. Ja, für Sub. Das Schwarz gefällt mir aber. Wenn man jetzt noch das umrandete Schwarz machen könnte, wäre das richtig lit. Das wäre dann richtig cool, aber leider geht das nicht. Nee. Ich würde sagen. Ja, wir haben's. Wir haben eh schon viel zu viel Zeit verplempert. Deswegen rushen wir jetzt mal ein bisschen durch hier, sonst. Ich mach mal, lade ein Bild hoch. Nein, Moment. Ich will kein Bild hochladen. Muss ich jetzt auf zurückgehen? Ja, wahrscheinlich. Ich glaube wahrscheinlich auf zurück. Ja. Ja, dann haben wir das. Nice. Das kommen wir zu unseren Trikots. Oh Gott! Das wird ein ewig langer Part. Ja, wir das machen dann mal eine 2-Stunden-Part oder so. Das wird ein ewig langer Part. Und wir haben noch einen Ausdruck. Nee, RIP, Leute, also okay. Ihr wisst schon, dass es ein paar 2 Stunden geht, aber jetzt haben wir es auch realisiert. Ich möchte mal tatsächlich. Ja, diese Kurs müssen wir nicht grün machen, weil das nicht jetzt weiß und grün bringt mir schon ein bisschen die Kurz hoch, wenn ich ehrlich bin. Nein. Also ich wollte mal gucken, so wäre natürlich unser Wappen verschmolzen, das sehe cool aus, aber ich möchte so hauptsächlich mal die Farben einstellen, damit wir so den. Schon gleich haben. Das sieht schon ganz cool aus von den Farben her, finde ich. Ja, finde ich auch, weil ich finde das nicht schlecht, diese Grau-Grün-Kombo finde ich echt nicht schlecht. Das sieht ziemlich cool aus. Andersrum, oder? Hier bei den Schuhen andersrum, ja. So, gucken wir mal. Wir sind beim Heimtrikot. Was haben wir denn hier für Designs? Schauen wir mal durch. Wir haben tausende Designs, hier so ein Strich. Ich mag ja sowas Klassisches mit so Streifen an den Ärmeln. Also, das ist auch cool. Ich mag so einen Brustring.
Der ist kein Brustring, aber so ein Brustring. You know what I mean. Das wäre eher ein Brustring. Ah, ja, das. Das war das 125 Jubiläumstrikot. Nee, das war nicht das 125. Das Saisontrikot 2016 mit dem HSV, wo dieser Streifen so in der Mitte war, der rote, das war cool. Ja. Ich sehe auch hier, ich bin ja gerade bei Wikipedia oder so, und da ist irgendwie so HSV Jahrhundertelf, und das ist auch Medi macht der Wiki dabei. Ja. Wie gesagt, damals wohnte er gegenüber von mir. Ja, wirklich. Ich weiß auch, wo du mir das erzählt hast, also ich habe nichts geglaubt. Ja. Das war halt so witzig und so, weil die Anekdote ist halt eigentlich, die eine Straßenseite waren halt so Häuser und Wohnungen und die andere Straßenseite waren so Villen, wirklich, das war mega komisch. Da gab es halt so mega viele Villen und die waren so in den Wald rein und bei mir in der Nähe hat auch halt, ich weiß jetzt nicht, was Vitali oder Wladimir hat da auch gewohnt, in der Nähe von mir und Medi und so. Der Kopa haut hier einfach raus, Leute, oder? Der haut hier raus, der Kopa. Hamburger Beverly Hills war ich hier. Nee. Ja, wer kann, der kann. Ja. Den Kroaten gibt's auch hier, Kroaten. Ja. Was magst du eher so ein ausgefallenes oder eher ein klassischeres Design? Ich glaube, wenn man zu Hause, ich finde zu Hause so, ist eher so classic, gechillt, ne? Finde ich. Ja, gechillt, classic, so. Nichts Übertriebenes, so was Schönes, was Klassisches. Ich mag sowas hier mal mit den Schultern, mit diesen Streifen. Ja, das ist so cool, ja. Weil, ich meine, das ist halt so, ne, man, klar, man spielt Fußball und das ist halt cool und so, aber ich meine, ne, man muss auch so auf dem Boden bleiben. Ne? Wollen wir das nehmen, erstmal so das Design? Fürs Heimtrikot? Ja. Genau, okay, jetzt kommen die Hosen, die Stutzen. Oh, lol. Ja, was geht hier denn alles ab, Alter? Das sieht richtig scheiße aus. Ja, und wir werden hier ewig dran sitzen. Oh, die sieht ganz cool aus. Würde der Typ nicht so die ganze Zeit so rumzappen? Das oder das würde ganz gut zu unserem Heimtrikot passen, finde ich. Halt so die Seitenstreifen sind gut. Ja. Wollen wir das nehmen? Ja. Ja, und diese Stutzen müssen wirklich, diese geringelten Stutzen sehen furchtbar aus. Was ist das, Alter? Die kann man sogar noch in Fett machen. Wer macht sowas? Ja. Ja, das gibt da Leute. Pures AIDS. Ja, das sieht auch cool aus, weißt du, so das ganz hier? Klassisch. Da kommen oben und sowas. Ja, das finde ich ja, cool. Ja, das ist ganz klassisch, das stimmt. Das ist halt, ne, manchmal muss einfach simpel bleiben und so, muss nicht übertreiben. Mal ein bisschen durchgucken. Ich hätte jetzt zu den oder den tendiert. Da noch mit zwei Streifen unten oder dir. Aber wenn du willst, kannst du hier zwei Streifen da dran machen, wenn du das machen willst. Da habe ich nichts dagegen. Ja, ich glaube, wir nehmen die. Die finde ich ganz nice. Und dann, das sind natürlich die ganz klassischen Treter hier. Die Adidas True. Die Oldschool-Treter. Aber die sind trotzdem noch schwarz oder was? Tatsache, guck mal, obwohl ich grau und grün ausgewählt habe, haben die noch schwarze Streifen. Das beißt sich dann ja. Aber hier ist auch noch schwarz, okay. Interessant. Das sieht ganz nice aus. Da ist das Schwarz nur unten. Hier sollten wir auf jeden Fall natürlich auch das Grau tun. Aber du hast recht, dieses Detail, also wie das hier ins Detail geht mit den Customizations, so finde ich schon krass. Also, ja, finde ich auch cool. Habe ich nicht erwartet. Den Typen drehen könnten, wenn man den noch drehen könnte, das wäre nice. Weil so können wir halt nicht den ganzen. Ja, aber hier sieht man so ein bisschen, das ist mir, glaube ich, ein bisschen sogar zu viel. Zu schickimicki. Der hat an der Sohle dann schwarz und oben drauf so ein bisschen. Aber hier sieht man das Schwarz gar nicht so gut, ne? Ja, nimm mal den. Hier ist so viel Schwarz. Das sieht so komisch aus, ja. Das passt irgendwie gar nicht so. Also irgendwie ist der ganz nice, weil da sieht man kaum Schwarz, außer da halt. Und das finde ich vom Akzent her ganz gut. Da sieht man auch nur unten Schwarz, aber da ist mir zu viel Grün, wenn ich ehrlich bin. Das ist... Gut, ich könnte da jetzt auch mal eben wechseln. Nee. Oder? Nee, sieht irgendwie zu komisch aus. Irgendwie so draufgeklebt. Obwohl, wenn ich jetzt so gucke, die Streifen sind ja grün, die sind gar nicht schwarz, oder? Guck mal, wenn das so ins Licht geht, dann ist das grün. Das ist grün, das ist gar nicht schwarz. Wahrscheinlich liegt das irgendwie, ja, vielleicht ist alles nur ein Schatten, ist schwarz oder so. Ach so.
Ja, das sind die Schatten, die machen alles schwarz, glaube ich. Ich vermute jetzt Ja, Tatsache. hoffentlich. Oh nee, das Design mag ich gar nicht. Das hier ist zu viel. Ah, das ist schwarz. Aber da ist schwarz auf jeden Fall drin. Das sieht man. Ja. Nee, das ist nicht cool. Boah, das sieht ja richtig scheiße aus. Ja. Also das wäre natürlich möglich, wenn man dann halt so macht. Ja, das, aber das ist mir. Findest du es gut? Kann man machen. Ist schon hart fancy, ne? Also ich tendiere zu dem hier, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, das ist irgendwie das Neutralste und passt am besten. Ja, na, nehmen wir das, nehmen wir das. Ja, wenn du einen Vorschlag hast, hau ruhig raus. Nö, deswegen sage ich ja. Wenn ich was Besseres hätte, dann würde ich es da sagen. Dann, Auswärtstrikot. Was sind unsere Grundfarben beim Auswärtstrikot? Beim Auswärtstrikot kann man ja fancy werden. Weil da muss man ja nicht sein, da sollte man nicht. Ach, Mensch, Argentinien. Ja, Argentinien. Leo Messi ist hier. Ja, genau. deswegen beim Auswärtstrikot muss man ja genau nicht seine Farben nehmen, damit man halt, ne. Am besten wäre es halt irgendwie ein. Also ich würde sagen halt, dass wir dann wirklich einen Kontrast zum Grün finden, halt wirklich so ein, ja, irgendwie so was Gegenteiliges oder so, finde ich. Ich hätte ich sogar nicht, vor. Das Gegenteil von Grün ist. Ich hätte sogar vorgeschlagen, beim Auswärtstrikot vielleicht unsere, weißt du, unsere, unsere Fußball-Ecke hier zu vollenden. Lila, weiß, blau, HSV. genau, Erzgebirge Aue, HSV. Können wir mal die Farben so nehmen und mal gucken, was wir hier so für Designs haben noch. Ja, lila, blau ist ja auch in demselben Spektrum, so kalte Farben und so, deswegen ist auch passt gar das nicht auch. So, glaube ich, vertreten, wirklich. Also wenn du ein Design hast, was du sehen möchtest, sag ruhig Bescheid, ne? Das sieht irgendwie cool aus, irgendwie das Pi-Zeichen hier. Das sieht sich so irgendwie über das Ganze, ja, nicht so ganz, aber so ein bisschen. Das sieht interessant aus. Das ist klassisch. Ich mag das hier mit dem Streifen und dann vielleicht für den Sponsor. Oder das hier. Hier so ein Kreuz. Das ist irgendwie so ein Templer-Ding, ey. Ja, wirklich so ein Templer, ja, ne? Pyramide. Das hat auch was. Ja. Boah, Alter, jetzt entscheiden, ja, ne? Das finde ich ganz cool. Ich mag das hier mit diesen zwei Streifen irgendwie. Ja. Aber es gibt natürlich noch mehr. Das gefällt mir gar nicht. Auch wenn es sehr oldschool ist. Nehmen wir mal eine mit diesem kleinen Streifen da, mit diesem Mini-Streifen. Ich will das mal sehen. Welches? Da wo du mit der Maus gerade drauf warst. Nein, da warst du gerade drauf. Ja. Okay, gut, der Streifen ist mir doch zu klein. Er ist zu klein, ne? Obwohl es ganz cool aussieht. Ja, es ist halt auch was Nettes. Die halt aber leider halt ist der Bus wirklich zu klein. Das ist zu viel, finde ich. Ja, das finde ich zu komisch. Vielleicht können wir hier nochmal das allererste Trikot Design. Ja, so einen klassischen, Querstrich ist auch nicht schlecht und so. Das sieht aus echt wie so eine Schleife und unser halt Logo ist halt quasi Teil dieser Schleife, so, weißt du, was ich meine? Ja. So eine Schleife, die man sich so um seinen Körper zieht. Toll. Deswegen, das finde ich auch ganz nett. Das wäre einer so meiner Favorit gerade. Ich will mal gucken eben. Ja. Ja. Kann ich mir mit anfreunden, tatsächlich. Oh, ne. Können wir ja erstmal so lassen. Okay. Ach, wir sind doch hier nicht im UFC, Alter. Wer macht so eine Hose? Im Fußball. Weil es irgendwie cool aussieht, wenn ich ehrlich bin. So mit den zwei Farben halt jetzt. Weißt du, was ich meine? Ja. Jetzt die Frage, ist unsere Hose eher lila vom Hauptding her oder eher blau? Was passt besser zum Streifen? Hier wird natürlich das Lila am Rand besser passen. Weil dann geht das so schön fließend über. So. Genau, wenn wir die Hose nehmen würden. Seitlichen, ja. Aber ich glaube, die Hose haben wir schon beim anderen, oder? Ja, glaube ich auch. Das sieht irgendwie scheiße aus. Das sieht scheiße aus, ne? Das ist irgendwie.
Ja, weißt du was, vielleicht nehmen wir sogar diese zwei Farben. Will man das raus mit diesen doppelfarbigen Das? UFC-Links oder so? Nee, das Das? UFC-Link, wo du meintest. Achso, das hätte Und ich dann aber dann. tatsächlich geändert, so. Oder? Oder so. Warte denn das mal um, weil dann geht ja der Streifen in das Ding rein, weißt du, was ich meine? Aber irgendwie finde ich, ich weiß nicht, irgendwie spricht mich das visuell mehr an, wenn ich ehrlich bin. Ja? Okay, gut dann. Oder? Weiß ich nicht. Okay, gut, ehrlich gesagt, ist mir egal, wie du das jetzt Das sind jetzt aufteilst. Peanuts, um die wir hier arbeiten. Wir machen es erstmal so, weil es hier einfach passt. Und dann können wir mal gucken. Wir machen einfach die UFC-Hose. Ja, gut. So, Stutzen, gar nicht lang schnacken. Wir machen hier jetzt Hauptstutzen blau oder lila. Na, ich würde ehrlich gesagt, ich würde da mehr blau haben. Blau. Nee, bloß nicht. Nehmen wir aber wieder dieselben, oder? Ich weiß nicht, Dieselben, ob ja. jetzt. Ich finde, die sind irgendwie Jetzt am halt dann. besten. Ja. Und Schuhe. Hätte ich wahrscheinlich gesagt, auch dieselben. Oh, da will ich aber, Das sieht glaube sogar ich. ziemlich cool aus mit diesem. Ja, mit dem Lila finde ich das cool. Ich glaube, die Schuhe will ich eher lila haben. Das sieht ganz nett aus. So lila-weiß finde ich sieht Sieht ziemlich cool cool aus. aus, ne? Sieht edel Ja. aus irgendwie. Genau, wie das so. Ne? Das ist so ein schöner Kontrast mit diesen Punkten da. Wollen wir das so nehmen? Ja, nehmen wir so. Komm, Okay. wir müssen hier mal vorbeikommen. So, wir haben unsere Trikots fertig. Wir haben alles fertig, Ladies and Gentlemen. Ich würde sagen, Ja, Deutschland ist wie viele geklickt. Minuten? Wir sind bei 36 Minuten. Alles gut, der erste Part ist ja immer länger, ne? Ja, natürlich. Ich habe schon das Schlimmste befürchtet, dass wir schon 45 Minuten haben oder so. Nee, tatsächlich noch nicht. Ich würde sagen, fortfahren, oder? Was Jo. ist denn der Sandbox-Modus? Hatte ich, glaube ich, schon geguckt. Genau, Quatsch. Fortfahren. Das muss natürlich erstmal alles generiert werden, wahrscheinlich. Soweit war ich auch noch nie. Bin gespannt, was jetzt passiert. Ah, da. So, ich bin ja dieser alte Sack hier. 12.05.2017 von der Präsident von ConfiSV. Yes! Betreff, wir suchen einen Fußballtrainer. Immer Die noch? Papiere sind. Die Papiere sind alle unterschrieben. Ich habe auf der Grundlage meines alten Vereins einen neuen Club gegründet. Gönnen Sie sich erstmal etwas Ruhe, während ich ein paar rechtliche Dinge regle, einen Assistenten für Sie finde und Ihren Arbeitsplatz vorbereite. Wir warten Sie im Juli am Vereinsheim. Als Spieler haben Sie nie die Meisterschaft geholt. Ich hoffe, es gelingt Ihnen als Trainer Ihres Vereins. Wow. Ja, aber ich glaube, der Betreff ist einfach derselbe, wie halt das letzte Mal. Als Spieler haben Sie nie die Meisterschaft geholt. Ich hoffe, es gelingt Ihnen als Trainer Ihres Vereins. Bitch, was ist das für ein Disrespekt hier? Weißt du, wir gehen jetzt zum Vereinsheim, Präsident. Ein Schlangen. Nee, oder? Ja. Na gut, den kannst du vorlesen, der ist neu. Ach so, den darf ich vorlesen, der Ja. Assistenztrainer. Guten Tag, Genau. ich bin Ihr Assistenztrainer, ne? Lassen Sie mich Ihnen Ihr Büro zeigen. Der Button mit Ihrem Vereinswappen und der grünen Markierung führt zur Mannschaftsverwaltung. Drücken Sie jetzt Alter, die geil. Schaltfläche mit dem Button. Das ist so geil, so viel Verwaltung, so Team hat einen halben Stern von fünf. Hey, aber Kloppenburg FC hat Hat null. null Sterne, ja. Ich Ist drück noch da mal schlechter. drauf, ne? Auf Du diesem Bildschirm, ja? kannst auch mit Hamburger Akzent vorlesen. Ja, ihr Lackschnecken. Auf diesem Ja. Bildschirm verwalten sie ihre Mannschaft. Auf diesem Bildschirm, Ich mach Lotto. na du Kielrotte, ziehen Du Sie die Spieler in die farbige Lanrade. Zone. Ja, genau, Auf den ziehen die Fee. Spieler in die farbige Zone, ne, um ihre Position zu ändern. Die Räder am oberen Teil des Bildschirms führen zu anderen Bereichen der Mannschaftsverwaltung, ne? Dann hol dir mal ein Fischbrötchen, ey. Okay. Chill. Okay, wir haben hier. Ja, ich sehe schon. Ja, chill. Wir haben hier Herhard, Weigel, Husserl. Also, da hört sich ein Strick. Buhle, Stadler, Sack, Bugge, Baumgart, Hartl. Hey, Fritsch. Hey, wir haben Adler! Wir haben René! Er Geil, ist Mann. weg bei uns. Und Ist Reinicke. das wirklich unsere Mannschaft? Ja, anscheinend. Fuck our lives. 34, Alter. 34, 31, 34, 34, 30, 35, 35. Zieht euch da unser jüngster Spieler 26. Oh mein Gott. Unser Leben hat keinen Sinn.
Sollten Sie Ihre Aufstellung für Ihre Gegner, für jede blablabla, bla bla, sobald Sie im Spiel sind, drücken Sie diesen Button. Ja, bla bla. Ja, ja, E-Mails werden da gespeichert. Ungelesene Nachrichten werden am nächsten Tag gelöscht. Ne, okay, werden wir auch so noch drauf gekommen. Ja, geil, Alter, wir spielen einen Seniorenfan oder was hier. Boah. Wir sind noch nicht mal in der vierten Liga, Cooper. Ja, geil, wir sind noch nicht mal in der vierten. Ja, Regensburg, Offenbach, Jena, ja, Unterhaching. Ja. Oh, wir sind. Ach, du Scheiße, jemand schon. Wo ist der HSV? Hamburg FC. Aber schau mal, wo Hamburg F16. Da, wo wir 16. Platz, hier Standardplatz im letzten Jahr bei uns gewesen. Stimmt. Tatsächlich hätte man, glaube ich, wirklich Modpacks runterladen können mit den Wappen, wenn ich ehrlich bin. Kannst du vielleicht noch? Vielleicht kann man das nachträglich noch machen. Das gucke ich nochmal an, sonst starten wir das einfach nochmal neu. Das ja, geht halt schnell. Wir sind ja nicht weit gekommen. Das sind auch nicht die Spieler. Tatsächlich, das machen wir dann nochmal gleich. Also du kannst das quasi alles dann wirklich so downloaden, ja, dass es perfekt wie die erste. Ah, okay. Tatsächlich, das geht. Ja, weil es ist ja klar, dass das Spiel selbst das nicht anbietet, weil sonst müssen sie mega viele Lizenzen bezahlen, ja, und so. Konnten wir jetzt nicht, aber können wir noch machen. Ich glaube, wir machen jetzt hier einfach mal einen Cut. Genau. Wir machen das dann nochmal. Vielleicht kann man das nachträglich noch machen. Und sonst machen wir es eben nochmal schnell. Wir wissen jetzt, wie wir unsere Mannschaft machen wollen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part am gleichen Punkt einfach nochmal wieder, würde ich sagen. Jo. Bis dann. Genau, haut rein. Es war uns eine Ehre. Und ciao.